Was bewegt dich? Diese Frage kann ich beantworten, ohne viel darüber nachzudenken. YouTube bewegt mich. Und warum? Das erzähle ich euch in diesen 91 Sekunden. Als ich vor 6 Jahren bei Apple War Pictures mit YouTube angefangen habe, hätte ich nie im Leben damit gerechnet, dass ich einmal vor 15.000 Leuten auf einer Bühne stehe und einen Punkrock-Song performe. Mal sind wir Helden und mal Diebe, einmal dem, wie der Wind sich. Obwohl uns damals noch kein Arsch kannte, hatte es schon etwas Magisches. Die gemeinsamen Drehs und die wachsende Freundschaft und Popularität verhalfen damals meinem Selbstbewusstsein, vom psychischen Alltagsdruck, der von meiner alten Arbeitsstelle ausging, zu entfliehen. Über die Jahre wurden es irgendwie immer mehr Leute, die uns schauten. Auch die Freundschaft mit anderen YouTube-Künstlern in Deutschland wurden immer mehr. Hey! Kann mal die Klappe halten da hinten? Ich schneide dir gerade Angifte Fragen! YouTube ist für mich schon lange kein normales Hobby mehr. Es ist für mich das beste Hobby der Welt und mittlerweile auch irgendwie mein Job. So gab mir Animal Beyond 2013 die Chance, mich als Kameramann, Cutter und Redakteur zu beweisen, sodass ich meinen alten Job auf der Baustelle endlich an den Nagel hängen konnte, um meiner Leidenschaft zu folgen. Und das nur dank YouTube. Master Jam, willkommen in der Firma. Oh ja, danke. Aber dann hast du nicht! Aber ich bin noch schneller! Ich hab auch hier nicht. Mittlerweile bin ich Schüler auf einer Berufsschule in Köln und lasse mich als Mediengestalter zum Fachmann ausbilden. Hey, klasse, guck mal, da ist ein YouTube-Video. Was in der Zukunft passiert, steht noch offen. Aber ich bin zuversichtlich, solange mich meine Freunde begleiten und mir die Fans auf YouTube weiterhin so viel Liebe und Energie spenden.